Und hallo und herzlich willkommen zur letzten Halloween Event Folge sozusagen. Das Event befindet sich in den letzten Zügen und wir werden schauen, ob wir hier einigermaßen durchsehen. So. Ah, schade. Der Sugar Daddy hat permanent schlechten Ping. So, das Medikit ist schon mal weg. Sehr gut. You summoned me. So, die sind verletzt. Medikits sind beschädigt. I came. Aha, alles klar. Ich glaube, das war Ruin. So. Sein Ding ist auch schon mal weg. Das war Ruin. Okay. Nein! Wow. Gut. SWF. Das ist eine SWF. Gut, somit spielen wir nur noch mit zwei Perks. Hier hinten sind alle Paletten schon mal weg, das ist gut. Das Medikit ist weg. Das Medikit ist weg. Dem sein Medikit müssen wir auch mal. Sind alle so schnell, ey. Naja, macht ruhig. So, wir müssen hier ein bisschen Sluggy-Sluggy machen. Die gern außen rum gehen, ja. So. Wir müssen hier ein kleines bisschen... Müssen wir dem Ganzen entgegensteuern hier. Wir müssen die jetzt mega beschäftigen. Das Gute ist... Unser Würfel... Oh, ey, Alter, ne. Sie hat den Würfel. Sie hat den Würfel. Es muss... Leon muss retten. Ach, scheiße, hier ist ja... Dings. Ob ich das schaffe? Nein. Das war... Boah, wie lange ich betäubt bin, Alter. Dann kommst du jetzt halt an den Haken. Na? Oh, die Kette war wichtig. Oh, Junge, ne, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Befreiung, okay. Die
Dieses scheiß Metphysis, Alter, ohne Witz, es kotzt mich einfach an. Wobei, es kann kein Metphysis gewesen sein, aber trotzdem waren die so schnell. Eins, zwei. Der Jenny unten ist auch schon gemacht. Ernsthaft. Okay, pass auf. Der ist... wieder weg. Ja. Er hat den Würfel gehabt. Sehr gut. Es ist eine SWF. Es ist eine SWF. So. Der war gut. Oh, guck mal. Das da ist absoluter Abfuck. Ach, hier unten ist der Ace. Oh, wie schnell der Typ ist, ne? Guck dir das. So, der ist jetzt aber normal tot. Der Ace. So. Wir müssen jetzt hier hinten rüber. Der Generator ist noch nicht so weit. Ist so schlimm, wir müssen die anderen gucken. Der ist nämlich weiter. Wieso sind die so leise? Ich weiß nicht, sind die Sounds verbuggt? Das beobachte ich aber schon eine ganze Weile. Da hinten ist kein Das beobachte ich wirklich schon eine ganze Weile. Dass verletzte Survivor mega leise sind. Ja, mach du ruhig. Ist alles gut. Er beschäftigt sich. Da. Hier ging doch gerade. Guck mal, wie schnell. Ich muss hier hin. Der Leon, der muss sterben. Der Typ muss weg. Hier ist keine Palette mehr. Ey, das da ist unglaublich, ne?
Boah, ist das ein Wichs. Ne, das da ist. Hä, wo ist der Typ? Oh Mann, ich hatte doch gedrückt. Boah, wie ich das hasse. Ich muss zurück. Sehr gut. Oh Junge. Alles gut. Der ist beschäftigt. Da oben der Generator geht zurück, ey, Alter. So langsam muss doch hier noch einer sterben, ey. Hängt auch zum zweiten Mal erst. Der geht, glaube ich, noch zurück, oder? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Wenn du gucken musst, ne? Gut, der geht noch zurück. Die anderen haben sich geheilt. Das ist meine Chance, die Michaela rauszukicken. Das ist wirklich meine Chance, die Michaela rauszukicken. Hier ist er. Ich habe ihn gehört. Der Drecksack. Aber dafür ist der doch tot, oder? Wenn ich mich nicht irre? Ja, natürlich ist der nicht tot. Aber jetzt sind sie alle dead on hook. Der ist schön zurückgegangen. Ach. Alles klar. Oder war die komplett verwirrt? Ich weiß es nicht. D-Strike? Kein D-Strike. Wieso kam sie so in mich reingerannt? Aha! Hallo, lass mich! Den Leon, den kriege ich noch. Ende mit Allende. Das nehme ich doch mit. So, den Typen slugge ich jetzt. Dann kann ich nämlich noch in der letzten Folge, dann kann ich nämlich noch ein bisschen was mitnehmen hier von dem Event. Würde ich mal sagen. Tut mir leid, Leon. Aber das will ich ein bisschen nutzen. Sehr schön. Schön. Und hier ist der nächste. Und dann haben wir auch unsere letzte Herausforderung in diesem Turm abgeschlossen. Ich habe zwar, glaube ich, jetzt noch eine Survivor-Aufgabe noch. Sehr, sehr schön.
Sehr, sehr schön. Also, als letzte... Als letzte Runde des Halloween-Events würde ich sagen, ist das doch super gelaufen. Super gelungen. Da ist auch noch ein Skelett. Da können wir noch ein bisschen was abgeben. Mal zwei Stück nebeneinander. Toll. Sehr schön. Der ist noch immer hier. Zumindest mal unten. Wir gehen noch mal kurz rein. War doch einer, der war erst halb gesättigt gewesen. Der. Sehr schön. Super. So, und jetzt können wir hier noch einmal füttern. So. Ja, sorry. Eine sehr erfolgreiche Runde, auch mit einem Horror. Mit einem Horror-Klassiker. Nämlich dem Pinhead. Aus dem Film Hellraiser. Super, sehr, sehr schön. Erbarmungsloser Killer, haben wir geschafft. Einmal frei, lasse drei Spuke aus der Leere frei, haben wir geschafft. Blutpunkte haben wir auch richtig gut abgesahnt. Einmal frei, sehr, sehr schön. Wir schreiben mal GG. WP. Der Drecksack. Der Steve hat so ein bisschen verkackt. Der war ein bisschen penetrant. Aber gut. Oh ja, ach du Scheiße. Gott sei Dank hatten wir Franklins bei. Gott sei Dank hatten wir Franklins bei. Wir hätten ordentlich auf die Fresse... Das hat denen wahrscheinlich auch noch mit das Genick gebrochen, dass sie ihre Medikits nicht so einsetzen konnten, wie sie wollten. In diesem Sinne... Hat alles super funktioniert. Wir haben im Prinzip diese Runde mit zwei Perks gespielt. Wir haben in der Runde mit zwei Perks gespielt. Und eines war meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich ausschlaggebend, nämlich Franklins. Franklins Niedergang war sehr ausschlaggebend, dass wir diese Runde so gestaltet haben, wie wir sie gestaltet haben. Von den zwei Perks, wie gesagt, die waren halt nicht vorhanden. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war das Halloween-Event bei Dead by Daylight. Wir sehen uns bei den regulären Let's Kill und Let's Survive-Runden wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Overplayed and out. Tschüss.